Sommerwochen im Worringer Carcenter. Hier bekommt der Kunde beim Kauf eines Gebrauchtwagens einen Liegestuhl gratis dazu. Den kann er sich dann schön vor die Heizung stellen. Ich kotze auf Malotze. Ich hab keine Zeit mehr. Morgen, liebe Jungs. Na, wie ist es hier? Gut, was machst du mit meinem Laptop? Ey, guck mal, das waren noch richtig geile Zeiten, ey. Oder? Ey, vergesst, hat ich immer Liegestühle mitgebracht. Was willst du denn mit den Liegestühlen? Das ist eine Sommeraktion. Quatsch, ey. Der Stricher kriegt da sowieso nichts verkauft. Guck dir mal das scheiß Wetter an. Flyer verteilen ist an sich schon kein Zuckerschlecken. Noch schwieriger wird's, beim Schnee bleiben, wenn die Passanten im Auto vorbeirauschen. Malle ist angesagt. Lass mal Musik machen, so wie damals. Bist du verstrahlt, Mann? Wieso? Ey, guck dir das doch mal an. Ey, wir müssen ey, denk mal an die Firma. Wir müssen Autos verkaufen. Ne? Firma hin, Firma her. Ich fahr lieber in die Sonne, hab geile Weiber am Start, Party und dann machen wir ein bisschen Musik. Wie bist du denn drauf? Ja klar, wir singen. Wir haben das kurz auf Malotze. Wie wir singen? Klar, wir machen das einfach neu. Was andere können, können wir auch. Ey, da muss ins Studio gehen, da muss das aufnehmen und. Wie stellst du dir das vor? Die ganzen Kiddies, ey, die gehen in den Computer, laden sich irgendein Programm runter. Dann nehmen wir unser altes Keyboard und machen das selber. Auf stehen bleiben. Jetzt ist Hauptsaison. Kneipen, Diskotheken. Wir gehen einfach dahin und sagen, ey, wir wollen was bei euch singen. Das ist ja gar kein Thema, ey. Ich weiß nicht, mach dir doch nicht so eine Angst. Ich hab keine Angst. Ja, wir haben bis jetzt immer alles geregelt bekommen. Warum soll es schwer sein? Wir laden uns, zeig mal. Wir laden uns ein Programm runter. Da bin ich mal gespannt. Ein Remix. Kotze auf Malotze in der House to be. Yeah, yeah, yeah. In der Haus beim Nikolaus. Oh. Das geht alles ganz gut hier. Ja. Weißt du überhaupt, was du da machst? Na klar, weiß ich, was ich da mache, Mensch. Ja. Was lachst du? Ich kotze! Ich kotze gleich wirklich mal hier in den Nacken rein, aber... Ich krieg das hin, Rangan. Warte doch! Jetzt! Wer eine Musikkarriere starten will, sollte schon von Kindesbeinen an fleißig musizieren und Gesang studieren. Oder er lädt sich was aus dem Internet runter. Das sind die ganzen Tonspuren, die müssen ja irgendwo verbunden werden. Und kopier die und tu die hier einfügen. So. Guck mal, Echo. Boom. Echo können wir machen ganz am Anfang. Machen wir auf 3 Sekunden. Das ist geil. Ein Scheißwetter, Sommerwochen. Das gibt doch nicht. So, doch, da siehst du. Siehst du das? Ey, woher weißt du das? Das weiß ich von der Tante Eulalia damals. Die hat mir das beigebracht. Echt. Komm, jetzt zeig mal, was du da zusammengeschnitten hast. Du traust mir wohl nicht, oder? Nee. Das Ergebnis kann sich hören lassen. Ich kotze auf Malotze, ich knalle auf Ralte. Ey, das hört sich geil an. Geil, oder? Geil. Korrekt. Jetzt brauchen wir bloß noch unsere eigene Tonspur darunter zu legen, ja, und alles ist gut. Hast du gut hingekriegt? Klar, ab nach Malle. Ach, für Malle reicht das so lange nicht. Ja klar. Und ansonsten feile ich im Flugzeug noch ein bisschen was am Laptop da dran rum. Über dem Laptop? Ja klar, das ist gar kein Problem. Micha, du Stricher, komm mal her! Zack ich! Wo bleibst du? Was denn? Mensch, jetzt ist zackiger. Was ist das für ein Krach hier? Krach. Ja, Krach. Spinnst du? Das ist geile Musik, Mann. Ja. Hast du schon was verkauft? Nee, ich hab doch gesagt, das wird nichts da draußen. Da keiner liegt. Spinnst du immer? Wer soll denn dein Gehalt bezahlen? Mann. Echt? So, pass auf. Du musst jetzt was anderes machen. Was? Dein Urlaub ist gestrichen. Nee. Hey, kommt doch viel besser. Wir machen einen Betriebsausflug. Naja. Ja, klar. Und du brauchst auch nichts zu bezahlen. Warum nicht? Wir ziehen dir das direkt vom Lohn ab. Nee, gar nicht. Mensch, hör auf zu diskutieren. Du wirst befördert. Du wirst Tourmanager. Was ist das? Ist doch scheißegal, was das ist. Ja. Du kriegst 5 Euro mehr im Monat. Ja. Hast du verstanden? Ja. Gehaltserhöhung. Wir fliegen zusammen nach Mallorca. Hältst da nichts von? Ist okay? Ja, aber trotzdem. Du gehst jetzt ins Reisebüro und buchst 3 Flüge, ein geiles Hotel und einen Mietwagen mit Klimaanlage für morgen. Alles klar. Okay? Ja. Aber in einer halben Stunde bist du wieder hier. Ja. Morgen geht's nach Malle. Ja, der packt sowieso nichts. Malle, wir wollen feiern. F-I-C-K-E-N, feiern! Mallorca. Die Insel steht für Natur, die dem Betrachter den Atem verschlägt. Für Kultur, die begeistert. Und für Mietwagen der Extraklasse. Der Wagen ist so scheiße, Mensch. Micha, der hat es bestimmt selber geklaut. Das ist doch nie im Leben ein Mietwagen. Kannst du wohl vergessen, man kennt Klimaanlage und nichts. Wer eine musische Ader hat, weiß auch spanische Baukunst zu schätzen. Architektonisch hatten wir ja schon drauf. Ich finde das total geil. Ah! Oh, Scheiße, das war mein Ohr. Heute Abend müssen wir auf jeden Fall ins Rio gehen. Da muss man einen Gastauftritt machen. Wie, hast du eine Beziehung oder wie? Ja klar, natürlich, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Mein Gott nochmal, wir gehen da rein mit unserer CD. Das ist das Beste, was es gibt. Das Beste ist hier, glaube ich, das Wetter hier. Hey Micha, ja. Wenn du dich artig anstellst, wirst du der Keyboarder von unserer Band. Ja, was soll ich denn sonst noch alles noch machen? Schuhe putzen, Bier holen. Aber Micha, ist am Nordpol kälter oder am Südpol? Ist ja beide dasselbe. Ja? Ist das hier? Ist das ja, Golf. Das ist unser Hotel. Das sieht ja geil aus. Ja, vielleicht warst du ja doch noch ein guter Tourmanager. Das Ding sieht ja nicht schlecht aus. Echt? Hallo. Dollar, Dollar. Wir hatten 3 Zimmer bestellt auf Crochet. Sie haben Zimmer Nummer 519. Okay. Ein Zimmer noch? Hast du ein Suite bestellt? Ja. Cool, ja. Nicht schlecht, das Beste. Hast du gut gemacht? Ja, ein Frühstück und Abendbrot. Schwarze Brötchen, okay. Schlüssel. Ja, immer weg. Korrekt, ich danke dir. Bis gleich. Barbecue schwingt rot. Micha, nimm mal ein paar Handtücher mit. Hast du noch eine Hand frei? Wo denn? Make someone happy. Make just one someone. Kannst du mir mal sagen, was das soll? Was geht denn hier ab? Ist das eine Suite? Ja. Wie, das ist eine Suite? Wie viele Betten stehen hier? 2. Wie viel? 2, genau. Wie viele Leute sind wir? 3. 3, richtig. Aber weißt du, was das Coole daran ist? Was denn? Dass wir 2 Räume hier haben. Wie 2 Räume? Ja klar, da draußen ist noch einer und da pennst du nämlich heute, mein Freund. Zur Strafe. Klimaanlage. Mein Gott, bist du... Ist es überhaupt legal, dass du lebst? Ja, siehst du doch. Du bist ein Tourmanager. Guck mal, ist doch gut hier. Geiler Ausblick. Geile Chicas. Das Einzige, was jetzt fehlt, auf den Schreck 2 Maurerpatronen. Das wäre jetzt geil. Verlass dich mal auf mein Organisationstalent, mein Freund. Dann hol mal ab. Lass uns jetzt erstmal auf marokkanisch ein bisschen feiern gehen. Scheiße. Na schnell, was weg ist, ist weg. Genau. Feiern! Mallorca ist da. Die Stimmung auf den Straßen ist da und die eigene CD auch. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Jetzt muss nur noch ein Auftritt her. Aber bitte schön nicht irgendwo, sondern an der Theke, die die Welt bedeutet. Dem 4000 Mann fassenden Rio Palace. Na, Schnucki, alles gut? Oh, hey! Geil. Cool, ich habe das Portemonnaie von ihm gefunden. Jetzt heißt es Musik, statt Gebrauchtwagen zu verkaufen. Micha, du bleibst hier und so hast du wieder alles. Hallo. Mal zum Chef. Muy importante. Grande Chef. It's okay. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Abend. Schönen guten Tag. Ja. Hallo. Ja, hallo. Ja, nehmt Platz, Jungs. Dankeschön. Also, sprechen wir. Sie sind der Chef hier? Ja, warum wollt ihr das wissen? Um was geht's denn? Wir sind Künstler. Wir möchten gerne bei euch auftreten. Ja. Wir haben super Musik gemacht. Moment. Ihr seid Künstler? Ja, wir sind Sänger. Ja. Wir singen genauso wie der Mickey. Echt? Ja, absolut. Moment. Ich habe von euch noch nichts gehört. Mickey kennen die Leute hier an der Playa de Palma. Wenn Mickey kommt, habt ihr gesehen, sind 4000 Leute da. Ja, aber jeder fängt immer kleiner. Mal reinhören, einfach mal reinhören. Das hört sich wirklich geil an. Ja, also, Jungs, Nein, okay. Echt? Okay. Das ist wirklich super. Okay. Ich kotze auf Malotze, ich knalle auf Malle. Ja, ich kotze auf Malotze und ich knalle oft auf Malle. Ich werde zum Podcast auf Malle. Und jetzt kommt der Solopart, hör mal. Geil, oder? Das kann nicht euer Ernst sein, ne? Klar. Na, hör mal, wollt ihr mich hier veräppeln oder? Leute, ich habe euch gerade eben gesagt, hier ist Micky Krause am Auftreten. Und ich habe 4000 Mann hier zu füllen und ihr kommt zu mir und ich soll mir diesen Mist anhören. Also geht nach Hause und übt das mal, wie ihr so schön sagt. Sucht euch einen guten Schreiber, einen guten Komponisten, einen guten Texter und vor allem einen guten Manager. Und wenn ihr irgendwann mal einen Namen habt, dass wenn ich mit meinen PAs auf die Straße gehe und die sagen, hey, Hüppelepupp ist hier, dann kommen die alle. Aber mit dem Zeug, dann ist es egal, wenn ich sage, ob Karl Arsch von Hattingen heute Abend auftritt, das ist genau das Gleiche, okay? Geben Sie uns auch eine Chance. Nein, Jungs, also so, nee, so geht das nicht, tut mir leid. Also, vielen Dank. Kann man die CD dann wieder haben? Achso, ja, gerne, um Gottes Willen. Ja, nee, nicht, dass ich das hier aus... Ich misch das nochmal neu ab, dann komme ich schon mal rein. Wir verbleiben so. Macht erst mal, meine Herren, Dankeschön. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen. Hab ich schon gesagt? Komm, Micha. Wie peinlich war das denn? Wieso peinlich? Was? Mein Gott, nochmal, der hat keine Ahnung mehr. Ey, wir sind normal sterblich, da gehen wir zu so hier an. Ach, ey, gehen wir mal woanders hin. Wenn der keine Ahnung hat, ist doch scheißegal, wir machen das schon. Ja. Klar. Was willst du? Der nicht, der Nächste. Das ist genauso wie mit den Autos. Ja, ja. Was für ein Reinfall. Der nächste Morgen. Nach dem ersten Dämpfer muss jetzt Plan B greifen. Und das bedeutet jede Menge Arbeit. Was ist das hier für... Es ist mitten in der Nacht, 12 Uhr. Nicht ein Penner, macht das Ding aus. Du schickst halt nicht ganz sauber. Ey, was bist du für ein Tourmanager? Du bist ja nur am Pennen. Komm, steh auf, Mann. Du musst uns einen Gig besorgen, Micha. Macht er sich selber? Wofür bist du denn da, Mann? Wir müssen auch für den Auftritt heute üben. Wir müssen ein paar Klamotten kaufen. Komm mal voran. Zackig, ey. Weh, du bringst nichts ran. Und sagt der Tante, hör mal, mit dir ein Frühstück hochbringen. Klassischer Manager-Look. Hightech-Musikanlage. Eigentlich kann Micha heute nur gewinnen. Komm, wir legen uns wieder hin. Der kann das sowieso nicht stehen. Klar, los, steh jetzt auf. Zackig, komm. Baby, I was fake. Mal was anderes. Statt Karossen putzt Tourmanager Micha heute Klinken. Hallo. Hallo. Wo ist denn der DJ von euch? Ja, da sitzt er. Sieht ihr das nicht? Ja. Oh. Hallo. Alles okay? Ich bin Manager. Je. Von 2 Leuten. Und ein bisschen so Musik machen für die und alles drum und dran. Und hörst du mal an. Okay? Ich kotze auf Malotze, ich knalle. Ist das dein Ernst? Ja. Was für eine Droge hast du genommen? Ja, gar nicht. Sicher? Ja, ganz sicher. Ja, guckst, dass du lang gewinnst, bitte. Alles klar. Unterdessen feilen Jörg und Dragan an ihrer Professionalität. Sie suchen ein richtig cooles Bühnenoutfit. Hier ist er, pack hier. Hier ist doch eh Fußgängerzone. Ist doch scheißegal. Ja, klar, komm. Das sind Jörg und Dragan. Du willst dir nur ein Tattoo machen lassen. Warum nicht, wenn du es bezahlst? Ja klar, aber ich such die Stelle aus. Ja, kannst du nicht mal. Dragan, ich hab was gefunden für mich. Passt mir. Ich brauche noch was für Micha. Nimm einfach das Billigste. Ja, hier, das hier. Das ist voll gut hier. Das ist total schräg. So sieht er aus wie von deinem Lippe. Hallo, Baby. Hallo. So, machst du alles zusammen zum halben Preis? Ich kann dir da 20% geben, zum halben Preis kann ich. Und der hier ist eigentlich nur Dekoration. Denn echt? Ja, unser Micha ist auch nur Dekoration. Passt ja dann, oder? Wenn Micha eins gelernt hat, dann das Aufgeben Haue bedeutet. Hallo. Servus. Servus. Michael, ich bin Manager von 2 Leuten aus Köln-Boringen und 2 Künstlern. Ich habe Lieder mitgebracht. Mhm. Und ich brauche einen Platz, wo die 2 auftreten können. Ja, super. Ich was ja singen die? Englisch, Deutsch, Französisch? Hörst die an und dann sagst du mir was dazu. Okay, ich spiele es an. Ja, mach ich, kein Thema. Ich kotze auf Malotze, ich knalle super. Auf Malotze. Genau drauf habe ich gewartet. Wirklich? Super. Ja, ist das ja. Ich brauche Platz, wo die... Ne, das ist geil und der Text. Und absolut. Und so schön gesungen. Melde dich in 2, 3 Monaten und dann schauen wir, was ich für die tun kann. Bin überzeugt. Kannst du mir die CD da lassen? Ja, ich kann noch. Merkst du, du bist Nummer 121, kommst du wieder, gell? Alles klar. Also, alles klar. Ciao, ciao, servus. Komisches CD-Regal. Da sagst du was dazu. Nee. Und? Also, nee, tut mir leid, Mann. Ja, ihr wirklich gut, oder? Nee, also, das ich weiß, muss mich schon seit Jahren an, also bringst du sowieso nicht. Es ist noch kein Auftritt vom Himmel gefallen. Sei er auch genauso blau wie das heiß ersehnte Publikum. Und wie das aussehen soll, wissen Jörg und Dragan schon ganz genau. Ich fahre mal was langsamer. Guck mal da vorne. Was ist denn da los? Guck mal, du kannst unter den Rock gucken. Leck mich in der Bunde. Ja, das sind Deutsche. Das sind Deutsche aus. Was soll denn helfen? BO sicher etwas. Hey Mädels, hör mal auf zu schieben! Kann doch nicht sein! Welcher Sklaventreiber lässt euch denn da so rumschieben? Hammer! Hallo! Hi. Können wir euch weiterhelfen? Hey, ja, das wäre super lieb. Hallo, grüß dich. Klar, machen wir gerne. Hi. Hallo. Ehrensache. Hallo, der Jörg. Hallo, Dragan. Hallo. Na, was haben wir für ein Problem? Hallo, Pascha. Die Kiste springen die mir an. So ein Pascha. Ey, guck mal, keiner von denen hat einen Führerschein, nur ich kann das Ding lenken. Er ist schon seit ein paar Jahren noch andere Probleme. 05. Echt? Was ist denn los? Startet der denn? Batterie leer oder was? Oder? Gar nichts. Ausgegangen und das war. Der Ahnung von so einem. Oh, so ein bisschen, ne? Das ist ein Autohändler in Deutschland. Nee. Ja klar, normal. Da ist ja gerade die richtige Rettung gekommen hier. Ja, richtig. Toll. Was ist das denn für eine Kiste? Man hat ja ist alles durchgerostet. Wer bist du denn eigentlich? Ich bin der liebe Onkel Jörg. Und du? Grüß dich, Andy. Hi. Andy. Was machst du so? Ich habe hier so einen kleinen Partykatamaran. Echt? Und machen so ein bisschen Party am Meer. Ja, korrekt. Schön Halligalli. Hoffentlich ist der nicht so kaputt wie die Scheißkiste hier. Na, der sieht blendend aus. Was kaputt? Der Anlasserkabel ist durchgeschmort. Ja komm, dann mach die Motorhaube zu, schmeiß dich rein, dann tun wir das Ding anschieben. Da ist auch ein Kerzenstecker nicht drauf. Du bist ein Typ, Hammer. Zündung an, 3. Gang. Komm, lass mal Gummi geben, wir müssen auf unser Boot. Und jetzt gib alles, zeig mal, was du drauf hast. Schieb! Los! Ja! Jawohl! Geil! Alles gut, oder? Ja, super. Ja, danke schön. Kein Problem. Mann. Mach's gut. Das war Rettung in letzter Minute. Ja, lass die Frau nicht schieben. Und mal aber als kleines Dankeschön. Wir wollen nichts haben von dir. Ich lade euch ein. Wohin? Komm da zu mir auf den Katamaran und dann tun wir mal ein bisschen feiern. Halte davon. Ja? Ja? Hört's gut an. Ich schaue in den nächsten Tagen einfach mal drauf. Ja. Super, danke schön. Sind die Mädels auch mit dabei? Ja, logisch sind die dabei. Geil. Arbeiten wir bei mir. Alles klar, Alter. Okay? Gut. Dann sehen wir uns, ja? Wir sind ja nicht blind. Cool. Gut. Dankeschön. Ciao. Tschö. Ciao. Komm, Mädels, hoch auf den Wagen, die Arbeit wartet. Auf geht's. Hoffentlich hat der Micha doch ein Gig besorgt. Ich geht er ohne Essen ins Bett, das schwöre ich dir. Komm, lass mich welches Bett? Wenn man nachts schon kein Bett hat, muss man es sich halt tagsüber bequem machen. Dann wird schon grauenhaft an, oder nicht? Oder findest du nichts anderes? Ist das Problem? Ja, so ein Scheiß. Alles klar. Okay, ciao. Oh, Scheiß auf genug, ja. Hey Micha, Crocodile Dundee und El Capone sind wieder da. Was? Geh aus meinem Bett raus und dann stinkt mit dem Socken, Mann. Geh in dein Zimmer da drüben. Echt? Hast du das klar gemacht heute Abend? Ja, eine schnucke kleine Bar hab ich klar gemacht. Schnucke kleine Bar? Ja. Supi, ja. Du bist ein Spinner. Dann haben wir dir aber ein schönes mitgebracht. Hier, schöner Hut und ein geiles Hemd. Korrekt, ja. Oder? Guck nicht so, das braucht ein guter Tourmanager. Echt? Ja. Und, wo ist denn das? Ja, da ist so ein Stückchen weiter weg ist es ja, schon. Ja. Haben wir noch was Zeit? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja? Ja. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann kannst du das Zimmer ja aufräumen. Ja. Wir haben noch einen super wichtigen Termin. Ja. Ja. Wir haben einen wichtigen Termin und eine Lobbybar mit Herrn Smirnow. Echt? Und Dr. Gorbatschow. Ja. Warte, hier, aufräumen. Hier, guck mal, hier gibt's mal einen Benny Hill. Wir haben auch einen. Wahnsinn, ne? Scheint ja richtig was gebacken zu sein. Ja. Wofür brauchst du eigentlich den Ständer hier? Keyboard-Ständer, um mein Keyboard drauf zu stellen. Ey, wie du machst gleich kein richtig geiles Solo. Ja. Dann ist was los, hast du verstanden? Ja. Hier links. Was, das hier? Ja, ja. Das hier kleine, schnucklige Bar? Das ist was groß. Das ist doch super. Geile Stimmung hier. Ja. Gut, Micha. Gute Idee. Deutsches Liedgut in einem englischen Pub. Klappt ja eigentlich immer. Hast du ein Mikrofon für mich? 2 Mikrofone. Der Mikro ist gut. Seid ihr gut drauf? Hallo Deutschland! Okay, machen wir die Musik an hier. See bekloppt oder was? Die haben einen Hass auf Deutsch, das hätte ich schon mal. Mein Gott, ey, ich glaub's ja nicht. So Hass auf Deutsch hab ich schon nie gesehen. Da hat's doch nicht mal mehr. Merkel, Europas Grenzen sind offen. Die Ohren leider noch nicht. Was machen wir eigentlich? Erst diese peinliche Absage und dann dieser peinliche Auftritt. Aber eine scheiß Idee, Musik auf Malle zu machen. Mann, so schlecht ist das gar nicht. Wir sind am Anfang. Mhm. Was willst du denn verlangen beim ersten Mal? Wir können uns den Auftritt schön saufen. Ich hab doch immer Jut hier. Hey, Entschuldigung, seid ihr die da gerade gesungen haben? Ja, aber cool, oder? Naja, talentfrei würde ich eher sagen. Hat dich irgendeiner nach der Meinung gefragt, Tingeltangel Bob? Hm? Sprech der Joker-Palme. Jetzt muss ich mir sowas auch anhören. Ich muss mal gesagt haben, schön, uns viel Erfolg noch. Danke. Jetzt muss ich mir wirklich sowas anhören wegen dir. Hey, der hat doch gar keine Ahnung, hast du dir mal angeguckt, ey. Und wer ist das schuld? Micha, der Stricher. Wenn er morgen nichts Vernünftiges besorgt mit Niveau, tritt ich ihm im Arsch von hier bis zum Mond. Da kannst du von ausgehen. Dieser herbe Rückschlag bereitet Jörg und Dragan Kopfschmerzen. Die könnten allerdings auch von etwas anderem stammen. Das war eine Scheißidee. Auftritt schön saufen, ja. War doch keine gute Idee mit Mr. Gorbatschow. Na, der hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Echt, ja. Der Remix war scheiße. Am Computer was zu machen, das bringt gar nichts. Ey, du belegst beim Laptop ist so ein drittes Keyboard. Musik machen, hab ich schon direkt gesagt, das geht nicht. Ich hab mir das so einfach vorgestellt. Ey. Ja, ja, so einfach. Entweder können wir professionelle Hilfe oder wir können nach Hause fahren. Fällt mir der René ein. Kannst du dich noch an den René erinnern hier? Welcher René? Der alte Sack, von dem wir das Auto gekauft haben, noch vor ein paar Jahren. Ja. Vielleicht kann man den mal fragen. Das ist die einzigste Variante. Was ist Micha, der Stricher? Das ist bestimmt im Pool pink, aber die Toilette nicht gefunden hat. Ja, dann liegt das Sackgesicht da unten auf der Liege. Und wir haben die ganze Arbeit und er sonnt sich da unten. Guck dir das mal an. Der hat so nicht mal alle, ey. Ich schwöre dir, ey. Der versaut uns alles. Der liegt da nicht mehr lange. Komm. Dafür wird er bluten. Ja, klar. Das sieht ja lecker aus. Hey, Micha. Deine extra Portion Milch. Oh ja, Säcke, ey. So, genug gefrühstückt, mein Freund. Deine letzte Chance, Tourmanager. Steh auf, komm, wir arbeiten. Los, mach. Besorg noch einen Kick, aber ordentlich, nicht so einen peinlichen wie gestern Abend. Wir haben noch einen richtigen Termin. Hier bei René. Und Maria Kron. Wasch ich vorher. Das ekelhafte Zeug, ey. Professionell ist, wenn man Profis um Hilfe bittet. Willst du einen Arschkrabbenknopper sagen? Der hat's wohl ausgebrüht. Ja, ich mich als Frühstück lieber. Da ist er ja. Warum soll ich ihn packen? Mein Gott, nochmal. Hey! Du bist ein Otto. Das halte ich nicht aus! Hallo René! Huja Mama je! Huja Mama je! Huja Mama je! Das geht ja. So haben die Indianer früher die Freunde begrüßt. Sag mal, ihr als Autohändler, hä? So eine breite Straße, bis wir backen. Scheißstraßen hier. Hast du es vernünftig gemacht? Grüß. Mensch, das finde ich ja wahnsinnig. Wolltest du mit den Zehennägeln schneiden, oder was? Ja, komm her, ich kann gleich dein Bein amputieren. Und so lebt man, wenn man es als Musiker auf Mallorca geschafft hat. Komm, setzen wir uns ein bisschen. Und das hier ist dein Wellnessbereich, oder was? Ja, besonders nachts. Wollt ihr was trinken? Du, was hast du denn da? Wasser, mehr gibt's nicht. Gestern Abend haben wir Big Party, alles alle. Echt? Ja, aber so krank aus, dass du Wasser anbietest. Ja, ich hab verdurst dich lieber. Und sonst, wie geht's dir? Nicht schlecht, wobei ich habe mir ein Virus eingefangen vor einiger Zeit. Du Scheiße. Und der hat mich stimmlich völlig geoutet. Völlig weg vom Fenster. Aber du hast uns damals so fasziniert, echt? Dass wir selber angefangen haben zu singen. Ja, was macht ihr so? Partymusik. Vielleicht kannst du uns ja weiterhelfen, Hammer. Ja, das klappt irgendwie nicht so richtig und so. Jetzt wollten wir mal von dir einen Tipp hören. Also, wir singen da irgendwie, ich kotze, auf mal Lotze, ich knalle, auf mal. Ihr müsst aber ein bisschen die Frauen mit einbauen, das mögen die. Was habt ihr, Playbacks oder die? Das ist super scheiße alles. Nein, gar nichts. Wir haben selber was zusammengestellt. Aber ich glaube, wir brauchen professionelle Hilfe, deswegen sind wir bei dir. Ja, wie wir? Du! Du hast... Am Laptop mit dem Keyboard, mit dem alten Keyboard für 10 Euro. Mit dem Kawaii. Ja, keine Ahnung. Das hört sich so schlimm an. Nee. Corona. Wir brauchen richtig Produzenten. Also, ich kenne einige Produzenten, unter anderem... Gut, ich brauche einen, aber einen guten. Einen richtig guten, ist wirklich, ganz direkt weiter. Ist wirklich gut. Ja. Produziert unter anderem Micky Krause, hat in Palma ein Tonstudio. Echt? Ja. Ja. Hat der denn, wird er uns auch denn produzieren? Ich kann ihn anrufen. Gerne. Dass ihr jetzt was machen könnt. Wollt ihr jetzt machen? Wir würden gerne heute noch dahin fahren. Geht das nicht? Komm direkt. Mal. Pass auf, ich gehe mal eben rein, ich rufe ihn mal an. Das ist super und frage ihn mal. Vielleicht ist eine Chance. Guck mal, wir würden sofort hinfahren. Ja. Machen wir mal. Dankeschön, René. Das wäre super, wenn das klappt oder so. Wir hätten einen richtig guten Produzenten am Start. Wenn der Micky Krause gemacht hat, dann muss ja gut sein. Glaube ich auch. Der einzige Nachteil ist, dass der Micha mit einem Schrottmix rumläuft. Mein Gott, aber da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Ja. Zum Glück hat der Schrottmix den Ghetto Blaster schon längst geschrottet. Jetzt funktioniert das Ding noch nicht mal wieder, Mann. Ich bin auch noch kaputt. Ja, ja, Mike. Wenn die jetzt losfahren bei mir, können die in der Stunde da sein. Ja, super, Mike. Ja, finde ich klasse, toll. Schönen Dank. Ja, bis dann. Wir hören uns. Tschüss. Ja, hört sich ja geil an. So, also ihr könnt hin. Cool. Jetzt sofort Extreme Music in Palma. Das ist das Tonstudio. Ja. Der hat im Moment nichts zu tun, die nächsten 2 Tage. Und ich habe gesagt, in der Stunde könnt ihr da sein. Und so wie ihr fahrt, seid ihr in der Heimat. Das war ganz schön. Dankeschön, René. Kommt mal wieder, ne? Ja, klar. Und ich mache die Straße noch breiter. In Köln nennt man das Klümmel, im Schwimmbad Sprungbrett. So oder so, man braucht Freunde, die einem die ein oder andere Tür öffnen. Aber auch der Teilzeit-Tourmanager hat einen spitzen Gig klar gemacht. Die Handy klingelt. Das ist der Micha. Was? Gib mir. Ja, ich hab keinen Bock auf den. Hörst du das nicht? Ja, Micha, was ist denn los? Ich habe ein süßes kleines Plätzchen hier gefunden. Für den Gig. Echt? Ja. Wenn die Batterien waren leer und ich konnte nicht vorspielen. Wie Batterien leer? Ja, auf jeden Fall geht das hier klar. Ja, ist doch geil. Super. Alles klar, pass auf, dann sehen wir uns gleich. Und mach keine Scheiße, hörst du? Okay, tschüss. Der hat einen Dick klar gemacht, obwohl die Batterien leer waren. Mussten die wenigstens nicht den Remix hören. Hier ist er. Extreme Sound, nicht Music, der hat Alzheimer, der Knopf. Das verstrahlt. Ich bin wieder eingesungen. Die bringen super jetzt zick. Ich wusste gar nicht, dass wir in Mallorca produziert worden ist. Hallo! Hallo! Oh nee. Oh, nein. Du Scheiße. Was macht ihr denn hier? Ja, der René hat angerufen. Wir suchen den Mike. Ja. Ja, ich bin der Mike. Du bist der Mike? Ja. Du, erstmal Entschuldigung für den gestern Abend. Wir waren. Ich bin Jörg, das Dragan, und ich will hoffen, du bist nicht nachtragend. Ja, wir mussten ja gestern bei den Engländern sehen, das war ja eine Katastrophe. Ich war nie im Zweiten Weltkrieg. Ganz das hört sich auch grausam an, aber ich meine, macht ihr beide auch bei Engländern? Das passt absolut nicht irgendwie. Unser Manager, ey, der hat voll was in der Waffe. Aber gestern, wo du weg warst, da haben wir noch ein bisschen was geschrieben, einen Text und so. Ach so. Und vielleicht ist ja was Gutes, vielleicht weiß ich. Du weißt ja, im Suff kann man ein bisschen besser dichten. Ja. So ein bisschen Superhub und Airbag und Sonne, Frauen. Superhupen ist eigentlich schon ein super Wort, kann man so Superhupen. Genau. Oder hier Paris ist momentan aktuell, vielleicht da was draus machen. Irgendwas. Das sieht nicht schlecht aus. Ja. Legen wir einfach mal los, ja, oder? Korrekt. Guck doch mal, ob du was da zusammen. Wenn du nichts kannst, wir können auf keinen Fall raus. Können die Superhupen Jörg und Dragans Karriere retten? Jetzt liegt alles an den Profis Mike und seinem Partner Hartmut. So, am besten geht er einfach schon mal rein, ja? Setzt ihr die Kopfhörer schon mal auf und den Rest sage ich euch einfach an. Alles klar? Das sind so Vögel, ey. Ja, die kommen irgendwie über René. Ja. Weiß ja auch nicht, die wollen Mallorca-Stars werden. Ja, das war super. Das wollen sie alle. Na gut, aber die Idee mit den Superhupen ist nicht schlecht. Einfach so Superhupen von der Melodie. Dann machen wir danach so Autohupen-Sound, weißt du, so immer dahinter. Fetten Chor und dann sind wir da. Ja, das ist geil. Guck mal, direkt melodiemäßig. Superhupen. Genau. Superhupen. Ja, das ist cool. Superhupen. Superhupen. Da, 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 da. Wir starten einfach mal mit dem Beat. Genau. Superhupen. Hör mal, ich hab da eine Idee. Hör auf damit, du bleibst schön hier, lass das vergessen. Hör mal, deine Beats, hast du gesehen, wo die uns hingebracht haben? Hartmut macht den Beat, ihr singt einfach, okay? 1, 2, 3, 4. Superhupen! 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 Kiki! Und? Also bis auf den abgewürgten Hahn war schon super im Prinzip. Ne, kriegen wir was draus. Also jetzt noch mal ein bisschen nachbearbeiten, geht schon. Mike, übrigens, wir haben da noch eine Idee. Wir können das auch mit dem Paris ansingen hier. Paris! Paris! Where the fuck is Paris? Oder? Aber jetzt lass uns erstmal hier die eine Nummer fertig machen, ja, und dann machen wir die nächste. Ja, wir sind voller Ideen, Hammer. Du kannst es einstellen. So viele Ideen hat er gar nicht. Das kommt, ganze Stroh kommt schon bei dem aus dem Kopf raus. Alles easy, alles Spaß. Mal weiter, komm. Weitermachen. Ja. So, los geht's. 3, 4. Nicht schlecht, oder? Wenn der Bock nicht so schnell fertig ist, dann ist er top. Ich hab nicht mehr so Spaß gemacht. Tut der Hals weh. Ja. Paris, Paris, where the fuck is Paris? Ja, wo ist denn Paris? Irgendwo in Frankreich vielleicht? Aber das ist ja auch egal. Denn wer will schon Chansons hören, wenn man bei Sonne, Strand und Superhupen auf Mallorca abfeiern kann? Moment, wie sind die Leute so drauf hier? Na, keine Ahnung, ich habe keinen gesehen beim Aufbau. Hast du einen tollen Soundcheck gemacht? Ja, ja, der ist okay. Was ist das hier für eine Anlage? Das ist so ähnlich wie Club Med, so ein Edel, keine Ahnung, Club-Ding da. Cool. Vielleicht können wir sogar hier Urlaub machen. Ja, wer weiß. Hallo. Hallo, das sind meine zwei Künstler. Hallo, haben Sie willkommen. Haben wir noch was Zeit? Nein, leider nicht. Die warten schon eine halbe Stunde, wenn wir gleich auftreten könnten. Aber so früh tritt man ja auf. Ja, die sind gut drauf. Wenn die gut drauf sind, dann rocken wir jetzt die Bude hier. Komm, kein Problem. Und begrüßen Sie jetzt aus Köln unsere Künstler Jörg und Dragan. Hallo. Das ist dann Prinzip-Publikum. Superhupen kannst du ganz vergessen. Boah, ey, geh an die Technik, du Trottel. Alles aus der Superhupen. Ja. Okay. Scheiße. Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Habt ihr genug Kuchen? Nein. Nicht? Ja, da soll es euch nicht dran fehlen. Was kennt ihr denn alles für Lieder? Da sind wir dabei, das ist prima. Viva! Kennt ihr nicht, ne? So. Kennt ihr nicht? Probieren wir erstmal die rechte Seite hier. Jörg ist dein Part. Auf jeden Fall. Und die linke ist mir, okay? Zicke, zacke, zicke, zacke! Zicke, zacke, zicke, zacke! Mein Gott, nochmal. Das nächste Mal lernst du besser mal ein bisschen was mehr Spanisch. Guck dir das mal an. Ja, klar. So, der Micha wird natürlich jetzt weitermachen. Wir haben den nächsten Gig. Es tut uns leid, wir müssen weg. Er wird auch alles abbauen. Dankeschön. Was soll ich? Hallo. Tschüss zusammen. Danke. Hallo. Bin ich richtig? Klopf mich doch mal. Die Mädels waren wohl zu reif für Jörg und Dragan. Hey, du Wörterbuch-Junkie. Da willst du auch ein Bier? Dann sag mir mal, was super Hupen auf Spanisch heißt. Super de la Möpsa. Alles klar. Dann Spinner ist ein Trottel. Ne? Ja, mit dem Rio Palace klappt ja gar nicht. Das wird ja auch nicht klappen. Wieso? Ach Quatsch. Das einzige Gute, was wir gemacht haben bis jetzt, ist, die Lieder sind aufgenommen worden. Die sind richtig fett geworden. Super Hupen fett. Das sind geile Produktionen. Richtig geil. Müsst ihr nur promoten. Kann man doch machen, ne? Müssen wir jetzt auch machen. Hallo, wir haben keine Pinke-Pinke mehr. Ey, du musst nicht für alles Geld bezahlen. Kannst dich noch an den Andy erinnern, der den Katamaran hat hier. Der hat uns auch die Kaffee gegeben. Ja. Ich hab da eine super Idee. Lass mich mal machen. Wir brauchen auch Weiber anstatt. Wir singen über die Weiber. Wir brauchen junge Frauen immer. Hey, das die kann auf die Bühne gehen. Kann unser Frauenbeauftragter machen. Micha. Der holt nur 60 in dein Land. Ach Quatsch, ey. Der kriegt ein richtig geiles Outfit an. Und dann kriegt er auch Jüngere anstatt. Lass es schon machen, ey. Vertrau mir. Boah, die blaue Speck, ich geb dir. Entern oder kentern. Auf Andys Katamaran laufen die letzten Vorbereitungen für eine erfolgreiche Promotion-Tour. Hier ist die Flaggen, Captain. Klar, klar, Captain Iglo. Das wird eine geile Promo. Ich wäre wohl früher ein Pirat gewesen. Ja, Messer, Jocko und Blutswente. Okay, jetzt geht's ab. Party! Mach mal die Lalla an hier, Alter. Hey, wir sind's, Jörg und Dragan. Und jetzt gibt's was auf die Hupe. Wenn ich dich seh, dann denk ich an dein Auto. Denn deine Hupen sind so wunderschön. Ich hoffe, du kannst bald zum Reparieren. Dann könnte ich die Hupen mal studieren. Super Hupe. Super Hupe. Jörg und Dragans Karriere bekommt Rückenwind. Und auch Micha gibt Gas. Und wenn jemand Leute für ein super Hupen-Casting begeistern kann, dann Stimmungskanone und Wortakrobat Micha. Hallo, groß super Hupen-Casting. Da müsst ihr auf jeden Fall hinkommen. Auf jeden Fall ist da keine Anmeldung. Oh, Moment noch. Ich krieg den Flyers. Hallo, gib euch mal hier zwei Zettelchen. Zicke, 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 Zicke! Kommst du da hin? So ohne Anmeldung. Super Hupen. Wir brauchen ja immer noch ein bisschen was, oder? Aber wir kommen auch drauf. Bitte. Ich hab doch keine Hupen. Ola, bleib stehen. Du haust mir auch nicht ab. Mann, ist ein Scheiß, du. Ich kenn hier Mist machen und die hängen mir ganz gemütlich raus auf dem Katamaran, du. Mann, ist doch eine Scheiße hier, ey. Prost, ihr Säcke! Sauft, ihr Säcke! Also wir bedanken uns erstmal hier ganz recht herzlich, dass ihr alle gekommen seid. Und wir hoffen, wir können hier richtig was auf der Insel reißen, ne? Mit der Musik. Habt ihr Bock darauf? Dankeschön, ihr seid geil. Wem wir natürlich hier zu verdanken haben, dass wir auf dem Katamaran sind, ist unser Andy. Andy, danke, danke, danke. Sommer die unter der Playa behalten! Schon mal meine Kontakte spielen lassen, dass er noch ein paar Auftritte hier kriegt an der Playa de Palma. Oh, wie ist das schön! Oh, wie ist das schön! So was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön! Die Generalprobe ist gelungen. Fragt sich nur noch, ob auch Michas Arbeit Früchte trägt. Ich freue mich gleich aufs Casting. Echt? Ich freue mich auf die super Hupen. Ey, guck dir mal die Sau an. Boah, geil. Hammer. Macht der Micha mit werden. Leck mich am Arsch. So, das ist die Kandidatin Nummer 1, das ist Jasmin. Hi. Hallo Jasminchen, hallo. Wer seid ihr? Jasmin, du passt genau in unser Täterprofil rein. Ja, ich hab gehört. Opferprofil, mein Freund. Opferprofil. Ja. Hast du die, Jasmin, hast du die Hupen aus dem Auto geklaut? Also die Dinger machen auf keinen Fall Geräusche, aber es ist unter anderem eine sehr gute Karriereleiter, solche Dinger zu haben. Denke ich mir. Das wäre ganz geil, wenn du noch blond wärst oder so, dann würdest du echt passen. Also. Was kannst du denn sonst noch? Zeig doch mal. Ich kann mit diesen Dingern ganz gut Milch trinken. Micha, notier mal alles, hast du verstanden? Ja. Also erstmal klemme ich mir die hier ein. Oh. Ich keinen Bock mehr habe mit der Hand. Darf ich deine Hände spielen? Oh. Ja, nicht mit dem Strohhalm, ohne Strohhalm. Das kann ja jeder. Genau. Und Micha, hast du das alles notiert? Ohne Strohhalm. Ich hab. Können wir auch mal probieren? Warte mal. Ist das alles wegholen? Ich auch. Hallo! Also, du bist aber feucht davor. Etwas. Oh, Moment. Ja, das war trocken lecken. Nein. Hallo? Ja. Nee, der Ratsch hat unsere CD gehört. Geil, oder? Und? Hammer! Super, super geil. Dankeschön. Ja, korrekt. Ey! Wir kriegen vom Ratsch einen Auftritt im Rio. Das muss gefeiert werden, ey. Ja, du bist jetzt unser neuer Casting-Manager, hast du das verstanden? Okay, du bist befördert worden. Wir müssen weg. Ja, wir haben einen ganz wichtigen Termin. Jasmin, kommst du mit feiern? Partymaus bist jetzt unsere. Ja, hallo. Hallo. Ihr seid Kandidatin 2 und 3? Ja. Okay, dann setz dich mal hier, ich habe schon mal vorbereitet. So, wie geht das erstmal? Oh. Was zeichnet denn euch beiden denn aus? Na, schau uns doch mal an, da gibt's wirklich einiges. Ja, stimmt, da habt ihr schon recht. Jetzt geht es um die Wurst. Hopp oder top? Die neuen Könige von Mallorca oder doch nur Karl Arsch von Hattingen? Kommt rein, Jungs. Also, es kann Las Vegas hier. Aber darum geht es ja nicht. Ihr habt jetzt eure Chance. Mehr kann ich nicht tun. Auf der Bühne zeigen, was ihr könnt, wen ihr seid. Überzeugt mich und ich hoffe nicht, dass ihr der Karl Arsch von Hattingen seid. Auf gar keinen Fall. Okay. Ey, wir knallen heute die Putz weg. Ey. Was alles klar. Bedeutet, danke. Ja. Bis gleich. Ja, Dankeschön. Meine Damen und Herren! Ladies and Gentlemen. Sie sind hier, live im Rio Palace Mallorca. Wir sind für euch, Jörg und Bella. Gib mir ein H. Gib mir ein U. Gib mir ein P. Gib mir ein E. Gib mir ein N. Super Hupe. Spaß gemacht. Ich schwör's ja, ohne dich hätten wir es niemals hinbekommen. Also, geht doch! Genau das habe ich gemeint, Leute. Chance genutzt, auf. Super aufgetan, das kann ich euch nur gratulieren. Dankeschön. Also, hey, war super. Danke. Also, vergesst ihr den Karl Eichmann. Habt ihr den Spaß? Super Produzent, Top Management. Ab nächste Woche seid ihr hier im Prater dabei. Nee. Wow, die Geile! Hammer! Super! Ich mach das klar mit eurem Manager. Nein. Hey, bloß nicht. Sie geht jetzt in Urlaub. Der ist jetzt 2 Monate nicht mehr da. Absolut. Das machen wir selber. Ja, okay, wir haben ja, am besten. Ich muss jetzt irgendwie noch Abrechnung machen und so weiter. Pflichtberuf zu tun, aber wie gesagt, gib mir Platz. Ja, alles klar zu sein. Hey, Dankeschön. Alles klar, danke euch. Und ich scheine, dann gehen wir morgen was essen und besprechen wir das. Alles klar. Und ja, Dankeschön. Jetzt machen wir Groupies klar, oder? Ja. Oder? Das heißt, es schöner auf der Bühne. Ja, die Frauen werden immer jünger und williger. Komm. Hast du Micha die Taschen gegeben? Ja klar, normal. Und jetzt auch gefeiert. Manne, wir wollen feiern. F-I-C-K-E-N, feiern. Jörg und Dragan, die neuen Sterne am Ballermannhimmel. Vom Tellerwäscher zum... Naja gut, das dauert noch was. Jörg, nimm mal ab hier. Hey, ich würde ja gerne helfen, Micha, aber ich habe alle Hände voll zu tun, das siehst du doch. Und außerdem kriege ich sowieso die Krise. Das Keyboard von meiner Tante Eulalia, das ersetzt du mir. Das hast du kaputt gemacht, du Sack. Das hat 1.500 € gekostet. Mindestens. Sicher von einer Managergage ab. Ja. Trotzdem, was für eine geile Nacht. Das ist jetzt jeden Freitag. Geil, oder? Ja. Super Open. Ja, mich schon wieder. Super, Opa! Kiki, Kiki!